Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei einer weiteren Folge mit mir, dem Thorsten aka Toto, beim Clan True Warriors. Womit will ich heute anfangen? Ich will heute mit einem ganz besonderen Member bei uns anfangen. Und zwar ist das der Mastengo, also das soll heißen, persönliche Angelegenheiten nehme ich mich immer sehr, sehr gerne an. Und der Master hat gemeldet, dass er sage und schreibe mittlerweile 158 Defenses hat, bei 292 Attacken. Wir hatten auch schon so ein bisschen darüber gelächelt, dass er echt zwischen jenseits von Gut und Böse farmt. Und ihr seht das selber. Ich glaube, er hat schon alle Mauern, die 50, die man machen kann, auf Max-Level mittlerweile reingefarmt und hat die Lager wieder voll. Das heißt, je nach Bauarbeiter weiß er im Moment gar nicht wohin mit dem ganzen vielen Krempel. Und das sei aber mal an dieser Stelle erwähnt. Der Mastengo mit so viel Verteidigung ist schon wirklich krass. Wer sich die Base jetzt schnell gemerkt hat, der kann ihn natürlich mal nachbauen. Er bewegt sich zwar auch ein bisschen in Kristall, da wird man unter Umständen nicht ganz so hoch angegriffen. Aber ich wollte es einfach nur mal erwähnen, weil wir sprechen immer mal wieder rüber. Und steige gleich ein in den letzten CK. Jedes Mal klicke ich hier verkehrt. So ist es richtig. Den Clankrieg haben wir hochgewonnen. Der Gegner hat schon im 9er Bereich bei uns nicht viel auf die Reihe bekommen. Hat dann letztendlich bei uns im 9er Bereich mit den 10ern teilweise Basis hier gedreisternt. Ich glaube beim AFA war es sogar ein Level 11, der hier gescheitert ist. Wir haben das viel, viel besser gemacht. Diesmal alle 10er 2 Sterne kassiert, ein 10er sogar 3 Sterne von unserem Daywalker. Und wir fangen aber ganz unten an. Mal schauen, ich hatte mir diesmal tatsächlich eine kleine Liste gemacht, wo wir mal anfangen. Ich lasse das alles in zweifacher Geschwindigkeit abspielen, damit wir möglichst viel reinbekommen. Und der O entscheidet sich hier für einen klassischen Drachenangriff gegen Fünfer Lars. Er kommt dem Luftfeger in den Rücken und hat noch zusätzlich ein paar Loons im Gepäck. Das ist eigentlich für Dreier Drachen mit Fünfer Lars kein Thema. Ich hätte fast gesagt, da kann man die Base bauen, wie man will. Man kassiert einfach immer drei. Das leidige Thema ist einfach als Achter, sobald der Gegner oder überhaupt man Level 3 Drachen hat, wird es schon schwer, die irgendwie abzuwehren. Dann muss der Gegner die Drachen schon schlecht setzen oder halt extrem scheiße fliegen. Oder der Feger muss richtig gut stehen. Aber hier waren das ganz, ganz lockere 3 Sterne. So, es geht sofort weiter. Ich hatte mir ja eine Liste gemacht mit den Kämpfen. Von 1:1, glaube ich. Der ja auch in jedem Video hier auftaucht, ist der Ragnar. Ragnar immer ein 3-Sterne-Garant bei uns. Wirklich krasse Angriffe. Klar ist es oftmals, sind es die gleichen Taktiken, aber die Bases sind natürlich immer anders. Und dementsprechend entscheidet ja auch, ich hatte schon mal gesagt, sehr häufig, wie kommt man rein, wie funnel ich hier, wie laufen meine Truppen. Schnurstracks gerade in die Base-Mitte rein. Wann setze ich wie meine Zauber ein? Und ich denke mal, Ragnar ist damit weit über 1000 CK-Sternen auch mittlerweile sehr erfahren, was 9er Bases angeht. Egal wie hoch die sind, ob die jetzt maxed out von der Verteidigung sind, wie hier, da fehlen nur so ein paar kleinere Sachen, die hier noch nicht max sind. Aber er macht diese Angriffe hier sehr, sehr häufig. Klar, das kann auch mal in die Hose gehen, aber ich sage immer, no risk, no fun. Und oftmals wird es belohnt, dass man was riskiert hat. Wenn es denn mal in die Hose geht, dann ist es halt so, dafür bleibt das immer ein Spiel. Und
Das darf man dann nicht allzu ernst nehmen oder dann sagen, oh, ich bin im nächsten CK nicht dabei, weil es halt gar nicht läuft. Immer weitermachen, immer weiter probieren, immer weiter kämpfen und irgendwann ist man dann wieder in der Spur, macht seine guten 2 Sterne oben, macht seine 3 Sterne im 9er-Bereich und dann wird das auf jeden Fall was. Also nicht aufstocken, einfach immer weitermachen, Taktiken üben, ruhig mal ein bisschen was ausgeben, während man auch einfach mal farmt, einfach mal einen Angriff mit einer richtig krassen Truppe machen und 3 Sterne machen. Das ist das Wichtige. So, wir haben hier den Abi, mal mit einer ganz anderen Armee. 4 Päcker, 4 Heiler, ein paar Mauerbrecher, Magier dahinter, Helden und ein paar Zauber. Ich würde sagen, das ist eine typische Farmbase, eigentlich ein Farmbase-Layout, wo man gerade wo es darum geht, wenn man Riesen einsetzt, Golems einsetzt oder auch wie hier, immer irgendwo etwas hat, wo die Truppen drauf rumdreschen können und das ist dann für solche Truppen einfach ein gefundenes Fressen. Er hat hier zwar am Ende noch ein bisschen Lack, das sehen wir gleich, aber eigentlich lebt jetzt noch, ich will nicht sagen relativ viel, aber da hinten sind noch, ich glaube, 2 Packers am Laufen, Magier dahinter, der King noch voll, zwar nicht mehr zündbar, aber die Queen ist jetzt zündbar und die schafft auch noch eine Death, die Queen. Was natürlich wirklich gut. 2 Devs sogar noch geschafft, da unten die Kanone auch noch. Und dann hat er am Ende, war ein bisschen eng. Ich habe den Kampf live gesehen. Dann zittern wir auch alle mit, aber hier ist es gut gegangen. Da nochmal eine Riesenbombe. Der Magier also leider weg, weil gerade der hinter diesen Truppen ist natürlich Gold wert, was das Abräumen angeht. Aber der King hat sich hier schon mal durch die Mauer gebohrt. Und jetzt sehe ich, es sind 3 Päcker. Okay, keine Gefahr, war nur noch ein Zeitgefahrproblem, aber auch das war da weg. Super Angriff, mal was ganz anderes. 4 Päcker, Heiler. Und gut ist. Richtig schicke Angriffe. Ich schaue ja immer, dass ich im ersten Angriff reinkriege. Da muss ich gucken, das ist kein erster Angriff. Das ist Lauterer wieder sehr hoch angegriffen. 22 auf 16 mit 3 Sterne. Wir gucken, was der Donnerbengel hier gerissen hat. Schöner Gulalun, jawohl, das sind die Angriffe, die ich mag. Aber jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Also Held des Tages, Hero of the Day, without Heroes. Das ist der Hammer. Einfach mal, ich nehme mal die Helden nicht mit, warum auch? Die kann ich mir aufsparen. Ich mache das mal einfach nur mit Truppen. Und ich habe hier voll die Vollmeise gekriegt, aber ihr seht selber, kommt nach im Moment noch gut in die Base rein, viele Truppen am Leben, schafft die Lars, genau die er sich vorgenommen hat, und kommt dann mit dem Loons im Gepäck super rein. Die X-Bogen stehen prima auf Boden, was natürlich dem Ganzen zugute kommt. Letzte Lars fällt und jetzt haben wir natürlich noch Flächenschaden, aber es kommt von 2 Seiten noch Loons. Und die packen das noch ganz locker. Jetzt kommen natürlich noch so ein paar Luftfallen. Die schnitzen jetzt, glaube ich, auch noch die Loot weg. Aber die kleinen Puppies, die machen das jetzt. Und das lasse ich mal in Vierfach vorspulen. Die hauen ja alles weg. Ich hatte erst Sorge, dass jetzt vielleicht doch noch eine Luftbombe alles zerreißt hier. Aber überhaupt kein Thema. Ohne Helden, der Held des CKs. Donnerbengel. Jawohl, das muss man auch erstmal machen. Auf sein Gegenüber, richtig krasse Sache. Wir haben, glaube ich, noch einen Golaloon. Nein, das ist kein Golaloon, sondern das ist ein Quadroloon, heißt es, glaube ich. Drei Hunde selber dabei, ein Hund in der Clanburg. Queen hat unten schon mal die Clanburg-Truppen gemacht. Kleine Unterstützung mit einem Babydrachen dabei und dann die Masse an Loons einfach in die Base reingeschickt, muss ich mal so sagen. Die konnten ja nicht woanders hinfliegen als auf die Dev-Gebäude. Jetzt lebt zwar noch die Queen, Hund kommt aber noch zerplatzt, noch viele Puppies in der Base und es sind noch so viele Loons über. Das schafft dann die Queen auch nicht, alle, da die dann auch keinen Flächenschaden macht und den Rest erledigen dann
ganz easy peasy die Loons hier. Und so war das auf diese echt einfache Base. Früher hat man sich da wirklich abgekrampft mit Hogs oder mit Drachen oder mit weiß der Geier was. Hat diese verflixte Base nicht geschafft. Heute echt einfach, total easy. Richtig krasse 3 Sterne. Avatar 12 auf 12. Auch mit einem Gola Loon, starke Base, voll ausgebaute Mauern. Da muss man dann nicht unbedingt mit Pekka kommen oder mit Valkyren kommen. Da muss man sich einfach mal was anderes einfallen lassen und er funnelt hier richtig gut mit dem Magiern. Die Mauerbrecher schaffen das Mauerstück und ein Großteil bzw. die Masse der Truppen geht rein. Bowler gehen mit rein. Sprung kommt in 4 Abteile mit jetzt Wut auf die Truppen, vor allen Dingen Wut auf den King, der jetzt die Queen schaffen soll. Und Queen vom Avatar macht jetzt noch den letzten Loon fertig. Jetzt kommt er auch schon von unten, glaube ich, nimmt den weiten Weg durch Base, damit er alles zieht, beziehungsweise alles tankt, jede Luftbombe, jeden Magerturm hier unten. Man, wunderbar. Wird alles von dem Hund getankt und oder von den beiden Hunden getankt. Ging auch einfach so durch gleich zur nächsten Lava, weil die erste echt schnell weg war. Und lebt immer noch der Hund hier. Der ist noch fast voll. Jetzt schießt der X-Bogen zwar drauf, aber das ist alles kein Thema. Mit den Eilzaubern ist diese Base hier richtig krass gedreisternt worden. 12 auf 12, richtig hoch. Außen laufen die Bowler, was jetzt vielleicht ein bisschen doof war. Das hatte der Gegner an einigen Bases. Ja, Tesla in den Ecken. Was soll ich dazu sagen? Wir haben das auch so hier und da mal ein Tesla. Ich glaube, es gibt bei uns keine Base, die Tesla in den Ecken hat. Das ist einfach Schwachsinn. Man sieht es hier, wenn viele Truppen überleben, dann nützen die Teslas auch nicht. Wenn du am Ende eine Queen hast, die nur noch ein paar Healpoints hat, ja, aber so ist das hier überhaupt kein Ding gewesen. Das war auch nicht der Zweitangriff, man wusste es halt dann auch nicht. Aber wenn man so viel noch am Leben hat, dann sind die Teslas in der Ecke, wie gesagt, total unnütze. Schon hier ein bisschen höher, kommen hier zu Daywalkers Angriff, 4 auf 9. Das ist 11 auf ein 10er, das macht aber nichts, aber endlich mal. Das ist bei uns auch ein 11er, ein 10er 3 Stern. Das ist ja eigentlich immer auch unser Anliegen, dass die 11er ihren Gegenüber wirklich was gut machen, um dann unten im 10er Bereich entweder den zweiten Stern rausholen, falls nur einer drauf ist, oder so wie hier auch einfach mal einen 3 Stern machen. Das ist natürlich auch richtig krass. Und ich hatte den Angriff noch gar nicht gesehen, muss ich sagen. Deswegen kann ich den gar nicht mitkommentieren. Ah, okay, alte RH9 Taktik. Mal so ein bisschen mit den Innenbereich clearen und dann von außen ganz verschmitzt hier mit den Loons reinkommen. Ja, richtig schön. Richtig schön. Also das habe ich schon lange nicht gesehen. In der Mitte lebt zwar jetzt noch der Drache, aber der wettert einfach den Golem hinterher und der Warden stört sich ja auch nicht wirklich daran. Wenn er auf Boden eingestellt ist, greift er auch keine Truppen an, ganz anders, wenn er auf Luft angestellt ist, hätte er jetzt den Drachen auch angehittet, aber guckt euch das an, wie viele Loons da über sind, hinten sogar noch die Queen. Hammerangriff, habe ich noch nicht gesehen, gut, richtig gut. Okay, wo geht's weiter? Es geht weiter hier, 1 auf 6, 92%, klassische Ringbase, der Norman entscheidet sich hier für einen Drachenangriff, mit wegmachen, ja, von einer La, vielleicht sogar von zwei, die da ja echt lecker am Rand verweilen. Das ist ja richtig was für so ein Killsquad. Erste La down, zweite La down. Ja, was soll ich sagen? Keine La mehr in der Base und jetzt noch Drachen, Babydrachen hinterher. Wofür er dann die Mauerbrecher hat, weiß ich nicht. Aber setzt er sogar noch. Ja, manchmal schafft man ja ein Prozent damit. Wie auch immer, wenn hinter der Mauer ein Gebäude steht, was noch gerade so angehetet wird. Aber mit dem Drachen und dem Warden hier auf Luft ist das natürlich gefundenes Fressen für Max Drachen. Und schade, 92%, das ist natürlich sehr ärgerlich am Ende, muss man sagen. Auch den hatte ich noch gar nicht gesehen. Jo, jetzt kriegen wir mal das Lost Line Zeichen, aber ich habe die Leitung noch behalten. Gut. Ja, super Angriff.
Keine Frage, hohe Prozente, 92, hat ihn sicherlich geärgert, dass es nicht auch drei wurden. Aber dafür macht der Warden dann am Ende ein bisschen wenig Schaden, der noch mit seiner Range außerhalb von allem, also das hätte der geschafft, hätte der Kampf noch eine Stunde länger gedauert. Aber man hat ja leider doch nur 3 Minuten. Und hier oben haben wir nochmal den Norm 1 auf 1. Auch klassische Ringbase und er kommt hier mit einer Kombi rein, die, glaube ich, der RH11-Bereich so ein bisschen geübt hat. Nämlich Bola, Witches und Valkyren-Kombi. Funnelt hier richtig gut. Ich denke mal, er hatte überlegt, sich den Adler zu schnappen, damit der die Resttruppen stört. Kommt mit seiner Queen jetzt aber natürlich schon richtig weit rein. Funnelt hier richtig gut. Das ist so was, was mir noch gar nicht gelingt, muss ich sagen. Ich habe in meinem ersten Wurf auf so eine ringartige Base leider nur einen Stern geholt. Da habe ich noch nicht das richtige Rezept für. Dafür bin ich einfach noch nicht so lange RH10. Da habe ich echt wenig Erfahrung im RH10-Bereich. Und das ist so eine Geschichte, die muss ich unbedingt üben. Weil ich natürlich auch gerne 2 Sterne hole, wenn ich sogar Glück hätte, 3 Sterne hole auf eine RH10 Base, aber bei diesen Ringbases tue ich richtig schwer. Das muss ich einfach üben. Und auch ich mache immer mal wieder so einen Übungsangriff zwischendurch. Das heißt, ich baue mir ein paar Heiler, baue mir so eine ähnliche Armee, wie der Norman hier jetzt hat. Man guckt sich ja auch so ein bisschen was ab und übt dann einfach mal so einen Angriff. Ja, das war es erstmal, glaube ich, von diesem Krieg hier. Also wie gesagt, richtig, richtig hoch gewonnen. Toller 30-30. Das, was wir leider haben, wir haben ein paar Abgänge. Lag einfach daran, dass wir einen Gast hatten, der Maximus war bei uns zu Gast. Und die anderen sind aufgrund von Unmut gegangen oder aber, so wie der Linus hier keine Absprachen trifft, der macht einfach 18, 19. Wer nicht mit uns spricht, also wir treffen Absprachen hier. Wer welchen Gegner macht, gerade im zweiten Angriff und auch mal durchplant oder so, das ist hier in den hohen Bereichen, muss man das einfach machen. Und mit Masse klappt das ja auch, aber teilweise dann leider nicht immer. So haben wir genauso unsere Nummer 20 verloren. Jetzt sieht man, woran das gelegen hat. Ich meine, 17%, will den Angriff gar nicht zeigen, er ist einfach zu schlecht. Das zieht dann manche nochmal hinter sich, gibt immer kleine Differenzen, ist aber nicht so schlimm. Wir haben dann noch 2 Leute verloren und sind derzeit nur 42. Das heißt, wir suchen wieder Nachwuchs. Wir suchen gute Leute, die bei uns mit ins Gefüge passen. Man sollte möglichst über 18 sein, weil wir auch Themen innerhalb des Chats manchmal haben, die dann nicht mehr für Minderjährige gedacht sind. Und wir auch teilweise oder sehr vermehrt Abendspieler sind oder am Wochenende auch Nachtspieler sind, wo halt dann etwas mehr los ist. Und deswegen sind bei uns durch die Bank, man kennt sich auch schon jetzt sehr, sehr lange, also es ist hier ein Stamm da, ich würde fast sagen von 40 Leuten, na sagen wir 35 Leute, die kennen sich einfach schon richtig lange, weit über ein Jahr, sind in WhatsApp-Gruppen tätig. Machen da, besprechen da natürlich nicht nur Themen um Clash of Clans, es gibt ja auch noch anderes Leben. Aber wer also Interesse hat, ihr seht hier oben unsere Tag-Nummer oder könnt auch nach True-Warriors Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ich habe das Ganze auch in unserem Clans-Web-Portal verlinkt. Das heißt also, ihr seht unten in meiner Anzeige den Link in unser Webportal, wo es auch immer mal wieder News gibt. Und war jetzt mal eine bisschen längere Folge, aber ich wollte das nicht vorenthalten, dass wir mal wieder gut gewonnen haben. Und ich habe auch wieder natürlich wieder rumgespielt, kleinere Veränderungen getroffen. Wer sie findet, darf sie behalten oder auch mal melden. Was meine Base selber angeht, normales Farmen. Ich gehe immer reih rum hier, das heißt also, ich gehe entgegen des Uhrzeigersinns in der Regel meine baulichen Maßnahmen durch. Das heißt, ich habe als letztes angestoßen den Wizard Tower und als nächstes wird bei mir fertig der
Bogenschützenturm, das heißt, das nächste, was ich eigentlich anstoßen würde, ist dann auch wieder ein Bogenschützenturm. Das heißt, wenn ich hier reingehe, wäre es dieser. Ich nehme mir aber wahrscheinlich den hier oben, weil ich sonst in einer Ecke zu wenig Def habe. Und es kann aber sein, ihr seht selber, 198.000 Dunkel. Nächster Bub wird in 7 Stunden frei. Könnte auch meine Queen werden. Es kann aber auch sein, dass ich noch diesen CK mitspiele und das ganze Ding, beziehungsweise das ganze Ding, die Queen erst morgen schlafen lege oder aber noch einen Tag 15 Stunden warte, dann kann ich nämlich noch einen CK mitspielen und setze den Wochenend-CK aus. Also, ich habe genug Dunkles für die Queen. Es geht steil voran. Restlichen Lager sind voll. Das heißt, es ist wieder drin eine Mauer, es ist drin eine Def. Und wir schauen mal eben. In 3 Tagen, 8 Stunden sind meine Mauerbrecher fertig. Und ich glaube, also dies ist kein Grafikfehler von mir, das scheint ein Grafikfehler bei Clash of Clans zu sein. Ihr könnt mir vielleicht in die Kommentare schreiben oder mich anrufen oder mir mailen oder in die WhatsApp-Gruppe schreiben, was soll der Toto als nächstes machen. Wenn ihr auf mein Profil geht, dann seht ihr, dass ich noch sehr, sehr viel offen habe. Und ich habe selber schon was im Kopf. Das verrate ich euch aber erst im nächsten Video und würde sagen, ich verbleibe einfach bis zum nächsten Mal. Euer Toto clasht.